Ich hatte damals keine Ahnung. Tag 12, ist das richtig? Tatsache, Tag 12. Sieht fast wieder aus wie neu. Interessant, dass im Pfadfinderhandbuch auch etwas zur Reparatur von Gasmasken steht. Also, wer will sie zuerst ausprobieren? Mary Jane braucht was zu trinken. Timmy trinken Wasser. Sie braucht nichts. Okay. Nochmal. Also. Mary Jane Wasser. Timmy essen Wasser. Dolores. Geht's gut? Wasser. Essen Wasser. Essen Wasser. Oh Gott. Go. Okay, wer soll rausgehen? Ich würde mal sagen, wir schicken mal die Dolores. Die soll etwas mitnehmen. Die soll bitte mal den Koffer nehmen. Und darin bitte einmal das und die Gasmaske. Munition vielleicht. Spielkarten brauchen wir nicht. Boy Scout Buch würde ich behalten. Ah, falsch. Bitte. Gasmaske. Und vielleicht die Munition. Ah, die will ich für die Waffe behalten. Wir können eins von den Spielen mitnehmen. Nehmen dieses Kartenspiel nehmen wir mit. So. Weiter. Schauen wir mal, was sie damit macht. Tag 13. Und Mutti ist weg. Da liegt schon eine... Die Flasche heißt Pancake und Belt. What? Pancake ist eigentlich der Hund, aber das hier ist nicht Pancake. Das ist eine leere Flasche Wasser. Das ist nicht Pancake. Okay, aber was ich mich gerade frage, ich würde meine Familie oder Freunde fragen, was macht der Trainer? Fragt jemand komplett Fremdes? Ich verstehe dich gerade nicht, was du damit meinst. Tag 13. Es geht nichts über Ruhe. Glücklicherweise hat Mary Jane heute nichts Neues erlebt. Timmy ist sehr hungrig. Hat er gerade was zu essen bekommen? Dadurch ist es am Weg nach oben. Mit Ted ist nicht viel los, kann er gar nichts Neues. Okay. Vorräte brauchen wir gerade nicht zu rationieren. Je mehr wir wissen, was draußen vor sich geht, desto besser. Versammeln wir uns um das Radio. Okay. Radio, Radio. Der dich schminkt. Ach so, so meinst du das. Na, das war ja eine Schminkprobe vom Theater aus, bei der das passiert ist. Ne? Also, deshalb. Schminkprobe und deshalb so. Tag 14. Was hat das Radio denn so zu berichten gehabt? Wir schafften es, die richtige Frequenz zu treffen und das Rauschen so sehr zu unterdrücken, dass wir einen sehr energiegeladenen und lebhaften Sprecher hören konnten. Er schien gut informiert zu sein und hatte hilfreiche Tipps, die die Überlebenschancen in der nächsten Expedition erhöhen sollten. Mary Jane scheint heute gut drauf zu sein, hoffentlich bleibt es so. Timmy ist sehr hungrig. Ted geht's gut. Okay, Timmy kriegt was zu essen. Go. Ja, sah anscheinend unbeschäftigt aus. Ich weiß es nicht. Irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Aber ja, ich glaube, du warst gerade mit jemand anders dabei, wen anders zu schminken. Und dann warst du da über und deshalb, ja, habe ich dich gefragt. Dumme Streitereien eskalieren so schnell und in die Enge macht es nicht besser. Wir unterhalten uns plötzlich und streiten wir etwas. Wir unterhalten uns und plötzlich streiten wir etwas unentwegt. Hoffen wir einfach, dass wir es schnell überwinden. Okay. Tag 15. Alles gut, alle leben noch. Pancake lebt auch noch. Pancake! Nach all dem Gezanke konnten wir kaum schlafen. Hoffen wir, dass es nicht noch einmal passiert. Okay, trinken, essen. Der hat schon wieder Hunger? Okay, nee, heute gibt's nichts. Heute gibt's nichts. Timmy hat es nicht erwähnt, aber er hat sich die Hand an einem Kabel oder irgendeinem rostigen Stück Metall aufgekratzt. Die Wunde sieht hässlich aus, wir müssen irgendwas dagegen unternehmen. Ja, scheiße, wir haben nichts dafür. Ja, die Hand wird davon abfaulen. Okay, alle schlafen und Timmy ist krank. Ah, scheiße. Die beste Medizin für jede Krankheit ist Zähne zusammenbeißen und ignorieren. Das hat unsere Großmutter immer gesagt. Andererseits ist sie schon eine ganze Weile tot.
17, nämlich seit dem hässlichen Frosch bis im zarten Alter von 25 Jahren. War das der Liebe auf den ersten Blick? Ich hatte damals eine Freundin, von daher schwer zu sagen. Mary Jane kippt ständig um. Wir müssen ihr etwas zu trinken suchen, und zwar schnell. Timmy sollte etwas essen. Ja, das trifft es ziemlich am besten. War es nicht. Timmy sollte etwas essen. Timmy geht es furchtbar. Er braucht Wasser sofort. Timmy fühlt sich nicht besonders gut. Okay, trinken, trinken, trinken. Ist okay, absolut. So, trinken, trinken, trinken. Und das kann ich nicht geben. Timmy, Timmy, Timmy. Wir verlegen langsam die Geduld. Wir dachten, es wäre eine gute Idee, draußen kurz nachzusehen, ob es irgendwo Probleme gibt. Wir wollten gerade den Bunker verlassen. Da blitzten ein paar Tigeraugen in der Dunkelheit auf und der Besitzer knurrte ganz fürchterlich. Uns blieben nur wenige Sekunden zum Handeln. Schießen? Es könnte Pancake sein. Der Hund. Tigeraugen. Tun wir was? Nein, wir tun jetzt nichts. Ich glaube, das ist der Hund. Kein Hund. Schlecht. Ganz schlecht. Kein Hund. Ganz schlecht. Okay. Unter anderen Umständen hätten wir versucht, es mit dem Wesen in der Dunkelheit aufzunehmen, aber irgendwie war uns nicht danach. Also schrien wir es nur wie am Spieß vor Angst. Das Wesen hatte wohl mehr Angst vor uns, als wir vor ihm. Es ist sofort davon gerannt. Okay. Okay, alles gut. Timmy will was essen. Schon wieder. Ted geht's gut. Na gut, Timmy kriegt was zu essen. Aber nein, wir haben nichts zu essen. Ach, Timmy will was essen. Komm. Timmy isst was. Okay. Wir konnten den Militärfunk wieder empfangen. Wir sollten... Sie wollen, dass unser Taschenlampe rausgeht und nach einem Dunkeln ihrem Flugzeug ein Signal geben. Wir haben leider keinen Taschenlampe. Möp, möp, möp. Dolores ist wieder da. Oioioi. Die Karte ist hinüber. Doof. Maske auch hinüber. Wir haben eine Axt. Und Wasser haben wir auch. Wow. Das Signal muss warten. Wissen die überhaupt, wie viel Taschenlampenbatterien kosten? Vor allem in dieser Wirtschaft. Besonders nachdem sie ausgelöscht wurde. Wir sind froh, dass Dolores wohlbehalten aus dem Ödland zurückgekehrt ist. Anscheinend ist keine Option mehr, den Krankenwagen zu rufen. Wir haben das Krankenhaus erreicht. Es liegt in Trümmern. Aber einige Gebäudeteile stehen noch. Mehr oder weniger. Wir haben beschlossen, die Trümmer zu durchsuchen und das Beste daraus zu machen. Okay. In unserer Abteilung für haufenweise Flaschen. Ob Peroxid oder nicht, Wasser ist Wasser. Und in der Not frisst der Teufel Fliegen. Ganz ehrlich, Wasserstoffperoxid ist hochätzend. Das sollte ich aber nicht trinken. Es war nicht schwierig, einen vollständigen Verbandskasten zu finden. Schließlich ist es ein Krankenhaus. Okay. Verbandskasten. Aus dem Rücken eines toten Patienten ragte eine Axt. Laut Krankenblatt ging es ihm vor der Aktion Atomexplosion rundum gut. Wir haben beschlossen, dass er die Axt wohl nicht mehr braucht. Richtig. Die Karten, die wir mit nach draußen genommen haben, nun, die bleiben draußen. Verdammt, unsere Gasmaske wurde beschädigt. Unsere Karte hat bei der Explosion etwas abbekommen. Oh, verdammt, diesen Koffer mochten wir echt. Koffer ist weg. Okay, das hat sich ja überhaupt nicht gelohnt. Okay, Mary Jane geht's gut. Timmy geht's gut. Dolores hat Hunger und Ted hat Hunger. Wir warten mit... Ja, Dolores kriegt was zu essen. Nee, wir warten noch einen Tag mit dem Essen. Okay. Dolores geht nicht. Ich glaube, wir schicken mal Mary Jane raus. Okay, wann kommt Among the Sleep? Dauert noch. Dauert noch ziemlich lange. Und, ach ja, was ich vergessen habe, ich wollte Timmy hier heilen. So. Okay. Hört man das? Nein. Liegt an... Keiner was sagt. Stundenlang kein Wort. Das Einzige, was... Okay. Radio anmachen. Among the Sleep dauert noch. Lange. Tag 19. Da sind wir wieder. Timmy geht's wieder gut. Juhu! Ach, Gott sei Dank haben wir das Radio mitgenommen. Wahrscheinlich können wir etwas Musik hören. So etwas gibt es da draußen doch noch, oder? Mary Jane's Diät könnte etwas Nahrung vertragen. Trinken, essen. Wasser für Timmy. Dolores hat kaum noch Kraft. Essen.
Okay, also. Essen, trinken, Wasser. Essen, essen, trinken. Essen, trinken, Wasser. Essen, essen, trinken. War das richtig? Ted, essen, trinken. Jawohl. Dolores, essen. Timmy, trinken. Dolores, essen. Und die Trulla, was wir die Trulla haben. Beides, oh Gott. Ach, jetzt bin ich verwirrt. Okay. Essen, trinken für Doll, für Trulli. Und Timmy. Wasser für Timmy, so war's. Okay. Go. Okay, wir schicken die Trulla raus und die Trulla darf die Axt, die Waffe, Boy Scout Buch, Radio. Oh, das darf sie mal mitnehmen. Vielleicht hilft's ja. Okay. Und das Minecraft-Projekt. Ja, das startet mit Glück morgen. Also morgen nehmen wir das erste Mal auf. Also wenn der Start ist. Wenn das inline, online kommt, müssen wir abwarten, ob es stabil läuft. Genau. Das müssen wir, wie gesagt, abwarten. Wie Chris das schon geschrieben hat. Chris ist bester Mod. Axt. Pancake. Bester Hund. Also, bester Hund da unten. Da. Bester Hund. Pancake. Pancake. Okay. Mary Jane ist nach draußen gegangen. Hoffen, dass sie schnell zurückkommt. Okay, Timmy geht's gut. Dolores will beides. Ted will essen. Heute gibt's nichts. Ihr habt was bekommen. Heute gibt es nichts. Wir haben vor allem kein Essen mehr. Neulich horchten wir ein leises Klopfen an unserer Falltür. Doch als wir öffneten, stand da bloß ein Koffer und es war niemand zu sehen. Es steht kein Name drauf, aber es sieht so aus, als wäre er für uns. Sollten wir nachsehen? Ja, bitte. Ich bin ja neugierig, ne? Tag 21. Okay. Die Wasserflasche sah harmlos aus, also haben wir einen Schluck genommen. Wir fühlten uns für Glücksfüße, aber es war alles eine Lüge. Entweder war das Wasser verstrahlt oder die Axt eine biologische Waffe. Oder eine Art biologische Waffe. Wir fühlen uns alle ziemlich mies. Oh Gott. Dolores will beides. Das heißt, wir wünschten, wir könnten einfach abhauen. Hier unten ist wirklich eine Beschäftigung rumzusitzen. Hat Sinn im Wahnsinn. Okay, also es sind jetzt alle krank, sehe ich das richtig? Tag 22. Also zumindest Timmy ist krank. Durstig, krank, müde. Durstig, hungrig, müde. Dagegen das Müde können wir nicht machen. Wie heißen denn die YouTuber, die noch mitmachen? Also auf jeden Fall macht der Earthkin mit und die Game Jane. Wobei Earthkin momentan keinen YouTube-Kanal hat, wenn ich es richtig habe. Und Game Jane, halt Game Jane. Die macht auch mit. So. Also, Timmy krank. Durstig, hungrig, müde. Mäh. Hoffentlich kommen wir heute weg. Etwas Wasser für Timmy. Dolores wäre will was essen. Wasser. Also, heute gibt es. Naja, heute nicht. Okay. Dolores ist in letzter Zeit ziemlich beängstigend ruhig. So, können wir irgendwie helfen? Okay, wir geben ihr das Boy Scout Buch zum Lesen. Tag 23. Ja, Earthkin streamt öfter. Okay. Und es ist Tag Nummer 23. Dolores hat das. Dolores ein Buch zu geben, klang irgendwie nach einer guten Idee, aber sie war zu müde und zu traurig zum Lesen. Hoffentlich geht es ihr bald wieder besser. Timmy ist sehr hungrig. Okay. Essen, trinken. Essen, trinken. Okay. Essen, trinken. Richtig. Sie ist hungrig. Ted dehydriert. Also Ted braucht Wasser, sie braucht Essen und er braucht beides. Aber wir haben keinen Verbandsessen. Dolores ist nicht sehr gesprächig. Sollen wir die Sache auf den Grund gehen? Ja, bitte.
Sprechen wir doch mal mit ihr. Vielleicht hilft das ja. Tag 24. Mit Dolores zu reden hat einige ihrer Probleme uns erklärt. Sie fühlt sich jetzt besser. Wir müssen etwas tun. Ted hat Hunger. Haben wir überhaupt noch Essen? Wir haben noch eine... Oh Gott. Okay, Ted hat Hunger. Wasser für Dolores. Wasser haben wir noch ein bisschen was, aber sieht nicht gut aus. Es ist nicht leicht, unter solchen Umständen ruhig zu bleiben. Vielleicht können wir unseren Frieden wahren, sonst müssen wir vielleicht die Wölfe wie Wölfe handeln. Überleben des Stärkeren und so. Schaffst du denn bis zum Oktober Syndicate? Hoffentlich. Sollte aber eigentlich realistisch sein. Ja, ja, das sollten wir schaffen. Das sollten wir schaffen. Bis zum Oktober, wenn das Neue rauskommt. Doch, doch, doch. Hey, Trulla ist back. Trulla ist back, Trulla ist back. Und Trulla hat dir was mitgebracht. Trulla, ich mag dich. Trulla, du bist zwar hungrig und müde. Müde, hungrig, müde. Aber naja. Gut. Kofferrad. Rampolierte Karte. So. An manchen Morgen sind wir etwas verzweifelt. Wir müssen uns zusammenreißen und optimistischer sein. Das Militär kann nicht mehr weit sein. Mary Janes Rückkehr von der Oberfläche in den Bunker hat uns überglücklich gemacht. Wir glauben, dass Fremde unserer Expedition ins Ödland gefolgt sind. Nächstes Mal sollten wir vorsichtiger sein. Nicht nur unser Haus hat gelitten, der Großteil unserer Nachbarschaft wurde durch Explosionen zerstört. Die ganze Straße war voller Schutt, Mauerbrocken und Dachziegel. Gelegentlich sieht man in der Ferne mal jemand mit einer Gasmaske nach Vorräten suchen. Wir haben mitten auf dem Rasen unseres Nachbarn einen Kühlschrank gefunden. Die Beleuchtung funktionierte selbst ohne Elektrizität. Er erhielt einige Dosensuppe und überraschenderweise einen braunen Filzhut, der nicht essbar war. Wir haben es probiert. Okay, Suppe plus. Juhu! Anscheinend hat Mr. Jenkins, der am Ende der Straße wohnt, seinen eigenen Schnaps schwarz gebrannt. Wir haben einige wahrscheinlich mit hochprozentig Alkohol gefüllte Flaschen gefunden. Allerdings schmeckte das Zeug wie Wasser. Also nehmen wir an, dass er etwas falsch gemacht hat. Oder doch nicht? Wasser. Gut. Einmal gerieten wir bei unserer Expedition in den Hinterhalt eines Rudels mutierter Kakerlaken. Wir konnten die mit dem Insektenspray abwehren. Und in dem Nest fanden wir einen Suppenvorrat. Yay! Also Suppe plus, dafür Insektenspray minus. Sehr gut. Was war die längste Tagesperiode bei 60 Seconds? 90 Tage kommt, glaube ich, hin. Ja, Christus sagt gerade um die 90 Tage, das sollte hinkommen. Okay, Mary Jane ist hungrig. Timmy, geht's gut? Und Ted hat auch Hunger. Also Mary Jane Hunger, Ted Hunger gibt's heute nicht. Heute gibt's kein Essen, aber wir haben wieder Vorräte. Geil, wir haben Vorräte. Okay, heute Morgen fanden wir zu unserer Überraschung einen Brief vor unserer Falltür. Es war nicht unterschrieben und er hielt neben einer Orts- und Zeitangabe für unser Treffen heute Abend Aussagen wie: Wir sind Freunde, schickt eine unbewaffnete Person. Wir haben keine Ahnung, wer der Absender sein könnte, aber dies ist wohl unsere Chance herauszufinden. Sollten wir jemanden schicken? Ja, Ted bitte. Aber er soll bitte eine Waffe mitnehmen. Oh nein, er nimmt keine Waffe mit. Tag 26. Ted is back. Es ist alles wahr. Es gibt wirklich noch andere wie uns. Wir kamen am Treffpunkt an und wurden pünktlich von einer freundlich wirkenden Gruppe Überlebender begrüßt. Sie werden von Zwillingen, Bruder und Schwester, angeführt, die sehr nett zu sein scheinen. Sie haben uns einige Fragen gestellt und wollten in Kontakt bleiben. Ted ist wohlbehalten zurückgekehrt. Oh Gott, das geht doch schief. Jupp. Ted ist wohlbehalten von unserer Reise zurückgekehrt. Mary Jane verhungert. Okay. Also Timmy braucht Wasser, Mary Jane Essen. Ted hat Hunger. Okay. Essen, trinken. Gut. Weiter. Okay. Wir bringen dann mal den Teddy Boy raus zur, um zu. Was war das? Eine Ratte? Ratten sind für gewöhnlich kleiner als Katzen und zwei Schwänze? Dieses Vieh darf nicht in unsere Vorräte gelangen. Er schießt es. Im Real Life, Okay. Go. Er schießt die scheiß Ratte. Oh Gott.
Oh Gott. Tim May sieht nicht gut aus. Tim May sieht nicht gut aus. Unsere Dosen sind in Sicherheit. Dumm gelaufen für das haarige Mutanten. Wir stehen wohl noch an der Spitze der Nahrungskette. Gut für uns. Verdammt, ein Rohrkrepierer hat unser Gewehr zerstört, als wir auf das Vieh schießen wollten. Mary Jane's Diät könnte daran vertragen. Mary Jane braucht Wasser. Timmy hat sie ausgeruht. Wasser. Okay. Nochmal. Also. Durstig, hungrig. Durstig, hungrig, krank. Durst, Hunger, Durst, Hunger. Okay, Mary Jane. Durst, Hunger, falsch rum, oder? Die ist durstig, okay. Durst für falsch rum, so rum. So ist besser. Go. Okay, wir bereiten uns seit gestern auf die Expedition vor und können sofort aufbrechen. Eine glückliche Person soll uns unbekannt reisen. Okay, Teddy Boy, du nimmst bitte die Axt mit. In der Hoffnung, dass wir dafür etwas kriegen. Okay, das Oberhaupt der Familie ist weg. Unschön, aber es ist so. Mary Jane's Ed könnte etwas Nahrung verteilen. Timmy ist zermürbt. Dolores geht es gut. Okay, Mary Jane hat Hunger. Gibt's heute nicht. Ted hat sich in der Oberfläche aufgemacht. Genau. Genauso wie das komisch wäre, wenn du die ganze Zeit Micha nennen würdest, als wir den Jahre kennen und ein Freund sein. Okay, Zeit, um die Vorräte zu rationieren. Es geht allen gut. Es gibt nichts zu essen. Gut. Wir könnten den Militärfunk wieder empfangen. Wir sollten mit Taschenlampe rausgehen und einem Dunkelheit Flugzeugsignal geben. Wir haben keine Taschenlampe. Map. Okay. Tag 29. Das Signal muss warten. Wissen Sie überhaupt, wie viel? Ja, genau. Mary Jane. Hunger, Hunger, Durst. Okay. Timmy hat Hunger und Durst. Und Mary Jane hat Hunger. Okay, Mary Jane hatte gestern schon Hunger, deswegen kriegt sie was. Go. Verflucht, unsere Gasmaske ist nutzlos. Okay, vielleicht können wir sie reparieren mit dem Boy Scout. Gut, das wäre ganz gut. Dann würden die Leute nicht so krank werden. Tag 30. Oh Gott, es wird immer schlimmer hier. Er sieht nicht gut aus. Er sieht gar nicht gut aus, aber wir kriegen halt nichts zum... Ja, scheiße. Okay, wir haben uns Mühe gegeben, aber irgendwas ist extrem daneben gegangen. Und jetzt ist das Ding Schrott. Verdammt. Okay, Wasser, Essen, Wasser... Okay, also Mary Jane braucht Wasser und die anderen brauchen beides. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ein unbekannter Mann nähert sich unserem Unterstoff. Er behauptet, dass er früher ein Buchhalter gewesen sei, sich aber jetzt als Händler und Glücksspieler durchschlägt. Er bot uns ein Kartenspiel für, mit dem Einsatz von zwei Wasserflaschen an. Sollen wir spielen? Nein. Der ist ein Trickbetrüger. Niemals.